Erstmals wurde ein Mensch eingefroren und wieder zum Leben erweckt. Die Technik könnte einmal bei langen Allreisen zum Einsatz kommen. Der Arzt Samuel Tisherman und sein Team an der Universität von Maryland ersetzten bei einem Notfallpatienten das Blut komplett durch eine eiskalte Salzlösung. Nach bisherigen Begrifflichkeiten galt der Patient als tot. Er hatte keinen Herzschlag mehr, seine Atmung setzte aus und die Hirnaktivität konnte kaum noch gemessen werden. Wir versuchen hier eigentlich hauptsächlich die Blutungen zu stoppen, deswegen müssen wir den Körper abkühlen. Wir pumpen so schnell wie möglich eiskalte Kochsalzlösung in den Körper, in die Arterien. Je länger man sich Zeit schaffen will, desto kühler muss der Körper werden. Wir haben herausgefunden, dass man das gut überleben kann. Dann wird der Körper wieder aufgewärmt und das Blut zurück in den Körper gepumpt. Und somit kann der Patient dann wieder zum Leben erweckt werden. Die ursprüngliche Idee Tishermans war es, für schwerverletzte Personen, die kaum eine Chance auf ein Überleben hätten, ein bisschen mehr Zeit für Operationen zu gewinnen. Es handelt sich jedoch um einen medizinischen Durchbruch, der hier gelungen ist, der nicht nur im OP-Saal an Bedeutung gewinnen könnte. Kryonik oder Kryostase, nach dem griechischen Wort für Kälte, bezeichnet die Konservierung von Organen bei extrem tiefen Temperaturen. Die Methode ist schon in den 60er Jahren in den USA entwickelt worden. Dort bieten zwei Institute die Kältekonservierung und Langzeitlagerung von Menschen nach ihrem Ableben an. Auch in Russland gibt es Angebote. Die Methode ähnelt jener, mit der in der Reproduktionsmedizin befruchtete Eizellen und Embryonen aufbewahrt werden. Jedoch ist bei ganzen Körpern mit hochkomplexen Organen wie dem Gehirn das Problem der Bildung von Eiskristallen und Giftstoffen beim Auftauprozess noch ungelöst. Kryonik-Anhänger hoffen, dass die Medizin der Zukunft dafür eine Lösung findet. Kryonik ist noch nicht offiziell als Wissenschaft anerkannt. Der Vater der Kryonik, der US-Physiker Robert Ettinger, erlangte 1962 mit seinem Buch The Prospect of Immortality, die Aussicht auf Unsterblichkeit, Berühmtheit. Ettinger sagt, Verstorbenen könne man in der fernen Zukunft ein neues Leben einhauchen, sofern man sie rasch auf Tiefsttemperatur herunterkühlt. Rund 250 Tote. Kryoniker nennen sie Patienten, schlummern in zwei amerikanischen Non-Profit-Instituten in Containern. Etwa 50 solcher modernen Mumien sollen es zudem in einer russischen Einrichtung sein.